Es sieht hier so schön friedlich aus. Alte Fischerhütte. Hallo? Okay. Ein bisschen Ratten infestiert hier. Ich räume kurz auf. Ich bin der Kammerjäger. Meine Methoden sind zwar etwas barbarisch und grob, aber ich erfülle meinen Job. Oh, Leute, und was ihr mir auch sagen müsst, sagt mir einfach Bescheid, falls es euch zu dunkel wird oder so. Auch in anderen Folgen, falls ich es vielleicht irgendwie nicht genug Licht gemacht habe. Einfach Bescheid sagen und dann gucke ich mal, was sich machen lässt. Weil ich schon gemerkt habe, dass einige vergangene Folgen ein bisschen dunkler waren, eigentlich dunkler als mir lieb ist. Das ist auch richtig stimmig. Wow, schaut euch das an. Oh. Diese schönen Lichtstrahlen, die durch die Decke schimmern. Ein Ast, der vom Baum draußen durch das Dach des Hauses gebrochen ist. Wundervoll. Ansonsten nicht viel außer ein Stahlhelm. Den will ich erst anziehen, wenn ich noch mehr von der Stahlrüstung habe. Sieht einfach cooler aus. Und alle gleich, Stone, wie kannst du nur Sachen nicht anziehen, nur weil sie dir nicht vom Aussehen her gefallen. So. Ein paar Hotkeys. Ich lege mal Kolben auf die 1, die Fackel auf die 2. Und was mich jetzt mal interessieren würde, wo ist mein Rattenfleisch? Ich habe Lust, etwas Rattenfleisch zu essen. Wenn ich das Rattenfleisch auf die 3 esse, Moment, die 2, Fackel ausziehen, sehr gut. Wenn ich die 3 drücke, Rattenfleisch konsumiert steht links oben. Perfekt, sehr gut. Also kann ich einfach irgendwelche Essensreste, das klingt irgendwie nicht so schmackhaft. Wenn ich einfach ein paar Essensreste mir auf Hotkeys lege, dann kann ich die direkt so konsumieren. Bin nie wirklich auf die Idee gekommen bei Oblivion. Und dieses Gras muss auch neu sein. Diese Farne? Heißen die Farne? Nein, bestimmt nicht, oder? Farne sind was anderes. Das sind diese hohen Gräser. Ich habe vergessen, wie die Dinger heißen. Solche Dinge fallen mir immer ein, nachdem ich kommentiert habe. Kaum drücke ich die Aufnahmetaste, um die Kommentatorenschiene zu beenden. Was zur Hölle rede ich hier? Fallen mir wieder die ganzen Begriffe ein, die mir vorher total entfallen sind. Feuerfunke plus ein Glück? Oh. Erhöht euer Glück permanent um 1. Wow. Geil. Geil. Es gibt hier sogar Reagenzien, die meine Werte dauerhaft erhöhen. Hohler Baumstumpf. Alte, ungeschliffene Klinge. Macht keinen Schaden, wiegt auch nichts und ist kaputt. Im Baumstumpf auf der Insel fand ich einen alten Dolch, auf dem etwas eingeprägt ist. Maltin, fürstlicher Schmied, Steinfeld. Wie nur bin ich in Besitz eines Dolches gelangt, der einem Fürsten gehörte. Ich sollte mich demnächst nach Steinfeld begeben und die Sache aufklären. Der Schmied Maltin erinnert sich vielleicht noch an diesen Dolch. Interessant. Wo ist denn überhaupt dieses Maltin? Dieses Steinfeld, dieser Schmied. Oh wow, auch sehr weit weg. Gut, also die nächsten Missionsziele werden hier ganz links oben sein und das andere hier rechts unten irgendwo. Wo ich nochmal in die Armee eingezogen wurde, weiß ich nicht mehr. Vielleicht in Gilead. Ich guck mir die Folge nochmal an, Leute. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns ein bisschen umgucken, würde ich sagen. Es gibt hier so viele Sachen, so schön viele Sachen zu erkundigen, dass ich wirklich mal neugierig bin, was diese Welt so auf Lager hat. Kleine Höhlen mit Wasserfällen. Und diesen Song, glaube ich, kenne ich sogar aus Oblivion, oder? Der ist doch aus Oblivion. Und das Wasser ist auch klarer als in... Oh Gott, Kampfmusik. Dover Fisch. Schlachterfische gibt es auch noch. Die klassische Fischart. Oh, oh, oh.
Igitt. Kommen mir irgendwelche spitzen Zähne entgegen. So, was ich... Ah, noch eine kleine Mine. Alte Schürferstelle, stimmt, das war die Stelle, die wir schon vorhin erkundigt hatten. Gehen wir mal da rein. Was ich nämlich von Nerim immer wieder gelesen habe, war, es gibt keine zufallsgenerierten Dungeons und es lohnt sich immer, diese Dungeons zu erkundigen. Also, was macht der Liebes... Oh, was für ein geiler Ladescreen. Ah, das gefällt mir. Oh Gott! Da! Ich habe vergessen, dass ich ein Schild anhabe. Stirb! Warum hältst du so viel aus? Irgendwas sagt mir, dass wenn man Crits mit zweihändigen Waffen macht, der Schaden um einiges höher ist als bei Crits mit einhändigen Waffen. So, Moment. Das Schild brauche ich noch nicht unbedingt. Das werde ich nur bei schwierigen Kämpfen einsetzen. In erster Linie erstmal. Ihr seht schon, ich bin nicht mehr so fit und meine Kommentare haben etwas nachgelassen, seitdem ich ein klein wenig außer Übung geraten bin durch die zweimonatige Pause, wo fast überhaupt keine Videos rausgekommen sind. Entwöhnt durch Industriearbeit. Aber das wird wieder, meine Freunde. Wir kommen da rein. Wir schaffen das. Zumindest so lange, bis ich wieder anfangen muss zu studieren. Und dann wird alles dort von meiner Internetleitung abhängen und davon, wie lange ich brauche, um mich einzuleben in das Studentenleben und wie schwer der Stoff am Anfang ist. Aber gut. Diese Themen haben jetzt hier nicht viel verloren. Oh, ein kleiner Lag. Falls ihr übrigens mehr Interesse habt, was gerade so in meinem Leben sonst noch so vorgeht, außer den Oblivion Let's Plays oder Nerim Let's Plays oder generell meinen Videos, kann ich euch empfehlen, auf facebook.com/games9 zu gehen. Schon wieder ein Lag, sehr merkwürdig. Da bin ich nämlich immer sehr aktuell, falls ihr euch nicht davor scheut, Facebook zu benutzen. Und jetzt ist meine Fackel ausgegangen, auch genial. Nein! So, das wollte ich nochmal kurz loswerden. Und warum hat es gerade eben so gelaggt? Ich bin leicht verunsichert, Ladies und Gentlemen. Oh Gott, ist es dunkel, ich sehe nichts. Ich glaube, es macht nicht sehr viel Sinn, hier durch die Höhle zu eiern, wenn wir absolut nichts sehen können. Ich kann zwar noch so ein bisschen dem Höhlenverlauf folgen, aber irgendwie befürchte ich, dass ich ja viel zu viele Sachen hier verpassen werde. Moment kurz. Nein. Leider, wie ihr sehen könnt, ich habe keinen Helligkeitsslider, solange ich im Fenstermodus zocke. Schade, ich hätte jetzt gerne weiter erkundigt, aber wir müssen das wohl auf ein andermal verschieben, sobald ich irgendwann mal im Fenster im Vollbild natürlich aufnehmen sollte. Entweder das, oder wenn wir ein paar Fackeln auftreiben können. Was ich fast schon lieber machen würde, weil das viel mehr zu der Stimmung beiträgt. Wo war die Leiter? Hier war die Leiter. Schade. Dann wird das wohl mit abgeschlossenen Räumen vorerst nichts. Und wir werden die Welt einfach so ein bisschen erkundigen gehen. So, das Schwert haben wir gefunden. Vielleicht rennen wir doch schon ein bisschen nach Norden. Oder am liebsten wäre mir es, wenn wir irgendeinen Händler finden, der uns ein paar Fackeln verkaufen würde. Pilze! Nom nom nom! Guten Tag. Ich suche nur noch einmal kurz Heinrich. Hoffentlich kann ich wieder zurück ins Lager und die haben mich nicht ausgesperrt. Hallo? Perfekt.
Niemand kümmert sich um die Leichen. Das ist denen noch ein bisschen egal, dass die da rumliegen. So. Die fahrenden Händler zu eurer Ver... Hallo? Du magst mich immer noch nicht sonderlich. So, aha. Zwei Fackeln, perfekt. Handeln ist mir gerade ein bisschen egal. Zwei Fackeln müssen einfach vorerst reichen. Ich hoffe auf das Beste. Weil die Fackeln, die halten schon ganz schön lange. Und solange wir keinen Lichtzauber haben, bei Oblivion ging das ja super schnell, da hatten wir gleich am Anfang irgendwo einen Lichtzauber gekauft. Und hier habe ich noch nicht so wirklich den Überblick, wo wir welche Zauber herbekommen können. Und da fällt mir auch ein, dass ich eigentlich in der Abtei... Habe ich in der Abtei jetzt jeden Winkel durchsucht? Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, weil wir sind nach oben gegangen, haben mit dem Opa gesprochen und das war's. Das würde mich jetzt auch nochmal richtig interessieren. So. Dann wollen wir nochmal dieses Loch hier richtig erkundigen gehen. Den Geheimnissen der alten Schürferstelle auf den Grund gehen. Ich möchte auch wissen, was hier los war. Hallo Flusskrabbe. Wow, so viele Flusskrabben. Aber solange ich sie nicht töten muss, wollen wir das auch nicht machen, aber hier haben wir wieder mehr Ratten. Nimm das! One Hit! Hier ist wieder ein bisschen heller. Oh. Oh, oh, oh. Komm, lass mich hoch. Aha. Yes. Wieder ein magisches Symbol gefunden. Schade, ich kann nicht duckend hier reinlaufen. Ich mach mal trotzdem noch etwas Licht, damit ihr besser sehen könnt, wo ich gerade langlaufe. Nein, ich komm nicht rein. Ach, schade. Verrostete Eisenkriegsaxt. Leider kaum was wert. Das Gold nehmen wir mit. Yes! Sauber, wundervoll. Nochmal zwei Fackeln. Damit sind wir vorerst mal versorgt. Was sagt uns die Map? Huch! Nope, das war alles. Einfach mal eine kleine Schürferstelle mit einem magischen Symbol. Ich würde da noch gerne hinten an die Kommode rankommen, aber irgendwie... Oh! Komm! Irgendwie bin ich zufällig dazwischen gerutscht. Irgendwie war das, glaube ich, nicht so gedacht, weil ich so komisch hängen bleibe gerade. Hallo? Oh Gott. Ich bin fast nicht mehr rausgekommen. Gut, probieren wir das lieber nicht noch einmal. Immerhin das magische Symbol, 50 EP. Ich weiß immer noch nicht ganz, wofür diese magischen Symbole sein können oder sollen. Aber ich bin mir sicher, dass wir das im Verlauf des Spiels noch erfahren werden. Oder irgendwann wird mich einer von euch spoilern. Lasst es, lasst es! Außer natürlich, wenn man nicht wirklich direkt erfährt, wozu diese Dinger sein sollen und man nur wirklich komplett zufällig drauf stoßen kann. Dann könnt ihr mir gerne einen kleinen Tipp geben, aber ansonsten bitte nicht. Ich finde es auch gut, dass nicht wie in Oblivion diese ganzen Höhlen zufallsgeneriert sind und dann über zwei, drei Stockwerke gehen und man dann stundenlang in diesen Höhlen rumläuft. So, Moment. Meine Map zeigt mir an, dass ich zwei Minen habe in dieser Richtung. Ach nein, halt, das sind die, ja. Gehen wir mal für einen kleinen Spaziergang in den Wald. Ein bisschen die Wiesen genießen. Mir gefällt echt das Walddesign. Und die Bäume sind auch neu, wenn ich das richtig sehe.
Diese ganze Borke und alles. Die Texturen sind mir alle so fremd. Die Engine ist zwar noch die gleiche, von daher sieht alles noch so bekannt aus. Aber einfach, die haben so viel hier geändert. Es fühlt sich nicht wie ein komplett neues Spiel an, aber extrem gut gelungen. Oh Gott. Wow, warum hat er so viel Leben? Vielleicht war es doch keine so gute Idee. Einfach irgendwo in die Wildnis. Oh, oh. Komm schon. Komm schon. Das war ganz schön knapp. Bisschen Rattenfleisch essen. Irgendwie heilt das keine Lebenspunkte oder kaum. Moment, wir haben 20 Lebenspunkte. Oh Gott, nur noch 20 Lebenspunkte. Wie viel heilt Rattenfleisch? Lebensenergie wiederherstellen, steht gar nicht da. Ich esse 1, Rattenfleisch konsumiert. Und ich habe nichts wiederhergestellt. Also irgendwie... Rattenfleisch bringt jetzt nicht so hammermäßig viel. Und Wolfsfleisch wiegt nichts, habe ich gerade bemerkt. Auch nicht schlecht. Moment, gucken wir uns kurz die anderen Reagenzien an. Das würde mich jetzt interessieren. Die meisten Tränke wiegen auch nichts. Eberfleisch wiegt nichts, aber Alraunenwurzeln wiegen was. Hm, eine Wurzel ist schwerer als ein Brocken Eberfleisch. Na gut. Aber zu meinem Nachteil soll es nicht sein. Die ganzen Fleischsorten, die wiegen alle irgendwie nichts. Rattenfleisch, Wolfsfleisch, Krabbenfleisch. Finde ich aber sehr gut. Macht nicht so viel Sinn, aber ist auf jeden Fall angenehmer mitzuspielen und man kann auch mehr Sachen mit sich tragen. Und irgendwo in dieser Richtung sollte eine Ruine sein. Oh! Achtung, Luchse. Ich hoffe nur, dass die Viecher nicht auch in Rudeln angreifen oder so. Au! Au! Ich bin echt noch am herausfinden, was mehr bringt. Dass ich zuschlage wie ein wie der letzte Wahnsinnige oder in größeren Hieben und dafür weniger Schläge ausführe. Womit bin ich wohl besser bedient? Ruhe, ihr dreckigen Raben, ich rede gerade. Oh, sieht das schön aus. Solche kleinen Sachen, die ich auch schon in Wäldern oft gesehen habe. Jetzt also im echten Leben jetzt. Und wo ich es immer voll schön gefunden hätte, wenn es in Spielen implementiert wäre. Und dann sehe ich sowas. Zwar sieht das Wasser ein bisschen komisch aus, wenn man sich so unten drunter stellt, aber gut ist Oblivion. Die Engine hat ihre Begrenzungen. Und irgendwie will ich herausfinden, was am oberen Ende von diesem langen, langen Wasserfall ist. Aber das werden wir wohl irgendwann später erst erfahren. Wenn ich auf anderem Wege da hochkomme. Oder meine Akrobatik irgendwann mal höher sein sollte. Das war ein Schädel, ich weiß nicht, warum ich ihn aufgesammelt habe. Und da hinten sehen wir Mauerwerk. Mm. Wow. Ah. Die Sonne blendet. Oh. Uff. Oh, wen haben wir da? Taschendieb. Oh Gott, hat er viel Schaden gemacht. Aua, das ist ja... Autsch. Wow, irgendwas sagt mir, dass wir nicht hier sein sollten. Irgendwas sagt mir das. Trinken wir mal die ranzigen Dinger weg.
komm schon. Oh. Puh. Wow. Wieder ein rostiger Eisenhelm. Oh, die sind aber viel wert. Eisenpanzerstiefel. Ah, auch nicht schlecht. Oh, ich vergesse immer wieder, wie viel wir hier tragen können in dem Spiel. In Nerim kann man nämlich von Grund auf eine ganze Stange mehr tragen. Das Eisenkurzschwert ist nicht gerade so bombastisch. Das ist mir relativ Wurst. Oh, die Sonnenstrahlen durch die Bäume. Ich wurde im Kampf geblendet. Deswegen wurde ich so oft getroffen, natürlich. Faldrinfeste. Es wird ja immer wieder gesagt, dass dieses Fallrindtal, wo wir uns gerade befinden, für Stufen 1 bis 7 ist. Und irgendwas sagt mir, dass wir gerade hier in einem Gebiet sind. Vor allem, wenn wir im Faldrindtal sind. Und das Ding heißt Faldrinfeste. Dass das vielleicht schon eher so für Stufe 7 gedacht ist und wir sind erst Stufe 4. Gehen wir trotzdem mal vorsichtig etwas voranpirschen. Notfalls können wir immer noch einen Rückzieher machen, falls das hier zu derbe werden sollte. Da oben hat uns schon wieder jemand gesichtet. Moment. Wir haben gerade tagsüber, wir können genug sehen. Ich glaube, ich rüste mal trotzdem hier. Stiefel, ein Schutz und die Dinger geben mir auch einen Schutz, naja. Oh, die sehen aber gar nicht mal so schlecht aus. Lederstiefel mit so Stahlplatten vorne dran. Die ziehe ich mal an. Und Schild. Jawohl. Komm runter, ich komme nicht zu dir hoch. Ich habe Angst, dass da oben auf der Brüstung irgendwelche Bogenschützen sind. Au! Au, treff mich nicht. Ich will dich rauslocken. Komm her. Komm. Ich will nicht zu weit nach vorne treten und dann noch andere Leute anlocken. Komm her. Come over here. Hallo? Zählt diese Wand nicht als Hindernis? Oh. Puh. Es hat trotzdem dick Schaden. Oh, der macht richtig dick Schaden. Oh Gott. Dieses Spiel ist schwer. Das wirst du sicher bereuen. Und irgendwie habe ich auch dieses Gefühl, dieser Sturmangriff, den ich machen kann mit der Waffe. Ja. Oh. Der geht viel weiter als in Oblivion. Eisenlangschwert. Das sieht aber schick aus. Warum ist das Symbol da bläulich? Eisenhandschuhe, sehr gut. Mehr Ausrüstung für mich. Hat mein Bogen auch 3 Angriff? Jawohl, auch lederbeschlagener Bogen. Vielleicht soll ich einfach, weil die Kämpfe scheinen hier schon so ein bisschen mehr in sich zu tragen. Oh Gott, wie ich wieder aussehe. Überall stecken Pfeile in mir. Ah. Ah, Hilfe, kann mir jemand kurz diesen... Also ein Pfeil haben wir durch den Ellbogen, in meine Hüfte rein. 2 Pfeile durch das Schild durch mein Handgelenk. Und ein Schild voll durch die Schulter durch bis in meinen Brustkorb. Das geht schon. Das mache ich jeden Morgen. Ist das Eisenschwert auch neu gemodelt? Ich weiß gerade gar nicht. Sieht so aus. So ein ähnliches gab es auch in Oblivion, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier mehr Details hat. Dass das hier etwas bearbeitet wurde. Aber derzeit macht unser Kolben... Oh, unser Kolben macht nur noch 2 Schadenspunkte. Okay. Wahrscheinlich, weil er schon beschädigt ist. Dann wollen wir mal reparieren. Nochmal nachschauen. Jawohl. Ausgezeichnet. So.
Aber was ich sagen wollte, bei Fernkämpfern oder so, oder wenn ich Leute vorher sehe, dass ich mit dem Schleichangriff vielleicht mal... Oh, ich bin ja fast tot. Ich habe vergessen, mich zu heilen. Das war mein letzter Fehler. Was war mein letzter Fehler? Au, das tut ja richtig weh. Aber ich finde es gut, dass ich hier so noch so ein bisschen extra Herausforderungen habe. In Oblivion bin ich ja eigentlich mit meinem Krieger so ziemlich alles durchgerusht. Und konnte einfach überall draufhalten wie ein Wahnsinniger und klicken wie ein Verrückter. Und das hat gereicht. Und hier schon, ja... Okay. Jägerweste, geölte Leinenschuhe. Verrostete Eisenhandschuhe. Das sind noch die gleichen Dinger, die ich auch vorhin gefunden habe, oder? Ja. Dann brauche ich das nicht. Oder wie viel sind die wert? 8 Münzen, nicht wirklich viel. Ich habe auch nicht viele Münzen, aber die Dinger wiegen extrem viel. Ich denke mal, solange ich noch normal tragen kann, ist alles in Ordnung. Und vielleicht sollte ich, wenn ich die Dinger schon einsammle, auch ausrüsten. Ah, die Eisenhandschuhe sehen irgendwie unstabiler aus als die Minenarbeiterhandschuhe. Und beide haben einen Rüstungspunkt, dann will ich schon fast die hier lieber tragen. Und die Eisenhandschuhe erst, wenn ich auch einen Brustpanzer habe oder sowas. Und den Helm sowieso erst später. Auch wenn jetzt bestimmt viele sagen, Mensch, Stone, aber du brauchst das doch. Du siehst doch, dass die Kämpfe schwer sind. Du kannst jeden einzelnen Rüstungspunkt gebrauchen. Ich weiß, aber trotzdem. Es sieht einfach kacke aus. Es sieht kacke aus. Würdest du lieber sterben und gut aussehen, anstatt hässlich und überleben? Ja, ja Leute, das ist die traurige Wahrheit. Schade, Truhen mit nichts Brauchbarem drin. Das Heilen frisst einfach so viel Mana, das ist der Wahnsinn. Und wir müssen etwas vorsichtiger vorgehen. Ich hoffe, dass ich irgendwann demnächst noch einen Erstschlag bei einem der Typen hier kriegen kann, weil... Der Schaden, den die hier austeilen, der ist echt nicht mehr feierbar. Zumindest für mich. Ich kann den Köcher looten. Okay. Mehr Reagenzien. Faltrin-Feste. Steht irgendwie nicht dabei, für was für ein Level die ist. Oh Gott, hoffentlich fliegen wir jetzt nicht voll auf die Schnauze. Ich hoffe, dass das gut laufen wird.